Was für ein Ausblick, was für ein Anblick hier dieses Tal, wo auch immer wir hier genau sind, in Indien. Ich frage mich nach wie vor, warum das nicht schon längst entdeckt wurde, weil, naja, der indische Dschungel ist jetzt nicht dafür bekannt, dass der große Geheimnisse hat. Also nicht, wahrscheinlich nicht viele Geheimnisse, weiß ich nicht. Der wurde wahrscheinlich schon wesentlich mehr erkundet als der Amazonas und so, ja, der Regenwald dort. Aber gut, warum hätte man auch diese zwei riesigen Elefantenstatuen sehen sollen? Gut, ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als hier einfach rüber zu gehen und dann rüber zu springen. Okay. Ganz vorsichtig. Und jetzt sichern wir uns erstmal und springen. Wo auch immer hin. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ah, okay, ich sehe es. Wir ändern die Schwungrichtung. Und au. Ah. Klettern hier hoch. Und dann haben wir den Wasserfall hoffentlich jetzt hinter uns gebracht. Schau mal kurz. Ah, hier können wir hoch. Alright. Feels more sturdy up here. Don't jinx us. Ja, don't jinx us. Ganz, ganz wichtig. Beschrei es nicht, dass wir dann irgendwas Blödes passiert. Aber ich glaube, wir sind hier schon jetzt auf der richtigen Seite des Ganzen und wir kommen dann dementsprechend wahrscheinlich auch gleich runter, will ich die ganze Zeit sagen. Aber nein, wir klettern weiter hoch. Stimmt, wir wollen ja in den Kopf des Löwen, des Tigers, des Elefanten. Is our way in, courtesy of the Persian Army. Können wir hoch? Nee. Aber wir können uns droppen lassen. Oh, fuck. Tja, und wir sind drin. Genau das, was wir wollten. Dann schauen wir mal, was ist hier. Wow, nice shot. Persians must have had a trebuchet. Trebuchet? Can't you just say catapult like a normal person? A trebuchet is a type of catapult. It can handle heavier projectiles like this one and fling them longer distances. Right. Das stimmt. You learned that in your military training? I looked it up on Wikipedia, like a normal person. Oh, verdammt, sorry. Das ist mir jetzt gerade. Ich bin aus Versehen ganz, ganz, ganz bisschen an diesen Knopf rangekommen für den Granatenwerfer. Und ja, ein Trebuchet ist was ganz anderes als ein Katapult. Ein Katapult, Trebuchet ist ja eher sowas wie. Nee, ein Trebuchet ist ein Trebuchet. Wie eine Rotze, glaube ich, wollte ich sagen. Eine Art von Schleuder. So in die Richtung. Achso, hier ist eine Treppe. Wir rutschen hier gar nicht runter. Ich frage mich, ob es hier Fallen gibt. Oder nicht. Muss nicht zwangsweise Fallen hierbei geben. Weil nicht jeder immer ständig alles wie ein Wahnsinniger verteidigen muss. Und alles mit Fallen bespicken. Ready? After you. So, wir seilen uns ein bisschen ab. It's our old friends, Parashurama and Ganesh. Friends? Looks like they're fighting. Well, when the Hindu gods aren't off fighting demons, they're sometimes fighting each other. We're talking about their fight. Ganesh isn't even armed. I guess it's not really his style. Ah, da ist Ganesh. Wie kämpfen die bitte schön? Der scheint sich doch relativ zu ergeben. Und auf einmal ist das Seil unendlich lang. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin kann. Wahrscheinlich tatsächlich so. Okay, Ganesh. Und jetzt? Da kommen wir scheinbar nicht hoch. Mann, wieso fühle ich mich hier so oft einfach um nichts gefangen? Okay, das könnten wir schaffen. Dahin zu springen. Ja, machen wir scheinbar auch. Ich sehe da unten schon einen Schatz. Ist hier noch irgendwo ein Blinken? Nee, scheinbar nicht. Nice.
carve this whole place out of the mountain? Sure looks like it. Oh. Noch ein Foto. Von dem Kampf zwischen den beiden. Es ist schon beeindruckend, wie, wie die das hier alles gebaut haben. Da liegt Ganesh tatsächlich so als bereit, erschlagen zu werden von Parashurama. Wir haben da das Leuchten gesehen, da gehen wir kurz hin. Sammeln das auf. Ein Bidri-Shisha-Krug. Mhm. Bidra-Shishi-Krug. Was haben wir hier für eine Säule? Guess they didn't expect the Persians to drop in from above. You'd think after two prior invasions they'd be prepared for anything. Or they just never thought they'd be defeated. Ja, wie heißt das so schön? Selbstüberschätzung ist quasi der Tod des, ja, das ist halt nicht gut, Selbstüberschätzung. Ich glaube, wir kommen da auch nicht hoch. Das Wasser sieht so nicht fertig na doch, da könnten wir schon runter. Ich glaube, das geht schon. Kommen wir da hoch eigentlich? Nein. Kommen wir nicht. Das heißt, wir können hier ein bisschen durchs Wasser joggen. Yay. Ah, Wasser. Heute regnet es zwar, aber es ist trotzdem immer noch warm. Deswegen gibt dieses Wasser einem trotzdem so ein relativ kühles, cooles Gefühl. So, ich glaube, hier ist sonst nichts. Und hochklettern können wir auch nicht. Deswegen gehen wir doch mal hier entlang. Da. Das sieht doch gut aus. Gehen wir mal rüber. Durch. Ich frage mich, wann wir wieder auf Asafs Leute treffen. Wahrscheinlich bald. Through here. Right behind you. Hey, look. Armaments. Wow. All right, Nadine. This all Persian? Looks to be a mix of Persian and Hoysala. First line of defense. Ganz schön viele gestorben. Also ich hätte so ein Messer jetzt zum Beispiel mitgenommen, weil ich einfach... Also, sieht cool aus und man könnte es bestimmt gut gebrauchen. Sieht nämlich nicht so aus, als ob die Macheten dabei haben und in einem Dschungel ist das eigentlich immer praktisch. Wegen Ranken und so weiter. Ratten sind hier keine auf jeden Fall. Interesting. Hm. Now we're getting somewhere. Somewhere and somewhat. Also das Ding kann uns auch als Taschenlampe dienen, wenn wir... Ach da. Wenn wir einen Schatz in der Nähe haben. Sie haben einen Schatz gefunden. Das ist das. Elefantenzahnprothese mit Goldfassung. Alter. Sowas hatten die? Die haben Elefantenzähne genommen als Prothese? Krass. Hätte ich nicht gedacht. Es sei denn, das ist kein Relikt von lang vergangener Zeit, sondern von irgendeinem Typen, der hier gestrandet ist. Another one of these doors. Und dann seine Zähne hier verloren hat. Oder so. Oder sein Leben. Und dann seine Zähne. Oh, good. This one actually works. Wow, was für ein Mechanismus. Mechanismus. Feels like a crypt in here. Das ist wahrscheinlich auch. Crypts and burials aren't really a Hindu thing. They generally favor cremation. It's a beautiful ceremony, Antyeshti. Sanskrit for last sacrifice. Sacrifice? The idea is our bodies are merely borrowed vehicles and you're returning it so that others might benefit. It's a lovely sentiment. Too late for these poor bastards. Tja, aber das ist eben der Glaube der Hindus an Wiedergeburt, an Reinkarnation. Glaube ich, zumindest. Hey, up here. Nicht wieder. Na doch, irgendwie schon. Man kann ja. Alter! What the hell? Jesus. This was it? Their final stand. Wasn't enough to save their empire. But their loss is our gain. Hm.
auch immer damit gemeint ist, genau. Nadine geht schon mal hier munter voran. Oh, das ist auch so eine Spalte, wo man durchgucken kann. Ich schaue mich mal ganz kurz hier unten hinten um. Unten hinten um. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Irgendwas, von dem sie uns nicht erzählt haben. Ich wollte sagen. Hier doch eine Vibration gespürt. Ah, das ist praktisch. Ich glaube, ich spüre immer eine Vibration, wenn wir in das Einzugsgebiet von Schätzen kommen. Oh, das ist ja aber gemein versteckt. Tatsächlich. Palmenblätter-Manuskript. Ach cool, das hat sich so lange gehalten. Nice. Das Wasser ist hier nicht sonderlich tief. Ich denke die ganze Zeit, das ist so Tauchwasser. Also, dass es so tief ist, dass man drin tauchen kann. Aber scheinbar nicht. Da war eine Flagge. Ein Fleckchen. Besser gesagt. Ein bisschen Schatzsuche versuche ich hier natürlich noch zu machen, aber ich werde es jetzt nicht so explizit machen. Ich glaube, davon habt ihr eh nichts, deswegen mache ich das auch nicht mehr. So. Here's our way in. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier so wirklich schön ist, da reinzugehen. Aber hey. Wer bin ich, das zu beurteilen? Ja, mach mal den Weg frei, Junge. So. Wir haben uns in diesem Spiel noch nirgendwo eng durchgequetscht. Excuse me. Sorry. Nice. So ein Tritt. We must be getting close. Hopefully closer than these guys. Wir wissen auf jeden Fall, dass falls der gute Asaf hier reingekommen ist, nicht über diesen Weg reingekommen ist. Dann ist die Frage, wie er reingekommen ist. Okay, er könnte vielleicht von unten reingekommen sein. Was Wasser dort irgendwie. Das haben sie trotzdem alles in diese Höhle reingearbeitet. Und das muss man sich mal vorstellen. Ohne Lichtquellen, ich weiß ja nicht, wann sie die Dinger hier errichtet haben. Also nur mit spärlichem Feuer. In der Höhlen. Das ist eine riesige Rauchentwicklung. Tatsächlich. Boah, dieser Gang sieht aus wie eine Falle. Und das sieht aus wie ein Rätsel. Und wir können da nicht raufspringen. Ich weiß nicht, was das hier vor uns ist. Ich laufe mal einmal kurz drumherum. Okay, wir haben hier Blumen, Parashrama. Ich weiß nicht, ob das Shiva sein soll oder eine andere oder eine Göttin. Kali vielleicht. Parashrama und Vishnu. Vishnu sage ich schon. Verdammt, Ganesh. Ja, und das war's. Mehr ist hier nicht. Haben wir uns das mal rumgeguckt. Jetzt heißt es wahrscheinlich Rätsel-Time. Well, that's different. Das ist cool. What is all this? If I had a guess, I'd say it's some kind of lock mechanism to open that door. Okay, on the left we have Shiva gifting Parashurama the axe, and on the right we have Parashurama chopping off Ganesha's tusk. Wait, with the axe? Yeah. The one that Shiva, Ganesha's father, gave to Parashurama? Yeah. It's messed up. That's family. Come on, let's see about opening that door. Ich glaube, wir müssen irgendwie diese Bilder darstellen. Wir haben hier diese Schattenentwicklung. Only one way to find out. Wir müssen einfach die Schatten in die richtige Reihenfolge bringen. Alright, that slid the piece away from me. It's shadow move too. Oh, das sieht relativ gut aus bis jetzt. Let's try this. Over you go. Nee, das möchte ich nicht. Ah, okay, jetzt sehe ich es tatsächlich erst. Wir kippen das an. Those shadows match the mirrors. Great. So let's see if I can line them all up. This actually looks like fun. Yeah, actually it does.
Okay, das... Ah, okay. Ich check jetzt das Rätsel. Das heißt... Ja, okay. Das schieben wir jetzt so nach oben. Dann schieben wir das wieder hoch. Und dann schieben wir das wieder runter. Und dann... müsste das ja fast schon stimmen, oder? Oder ich habe es jetzt gerade total versaut. Ich glaube, ich habe es versaut. Ich dachte, ihr müsst so... Hä? Okay, Entschuldigung. Jetzt sehe ich, was das Problem ist. Die Axt ist hier richtig. Und der andere Teil muss hinter der Axt sein. Hä? Aber warum funktioniert das dann nicht? Ach, jetzt verstehe ich. Es muss beides auf derselben Ebene sein. Deswegen funktioniert das nicht. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Sachen beide auf derselben Ebene sind. Das heißt, wir müssen die irgendwie blocken. Oh, das wird ein bisschen... tricky. Ich versuch's mal kurz. Nee, ist nicht so tricky. Ist eigentlich ganz einfach. Ich sehe es schon gerade. Wir schmeißen das jetzt hier mal rüber. Das ist ja egal auf... Ah, okay. Ja, es ist egal, auf welcher Höhe das ist. So, das ist richtig. Das nicht. Ja, Ganesh ist an der richtigen Stelle. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Parashurama. Nein, der Zahn muss in der Mitte stehen. Tatsächlich. Ah, verdammt. Das Rätsel wird mich ein bisschen jetzt an Zeit kosten, weil ich habe nur auf ein Bild geguckt und jetzt ist es halt ein bisschen schwierig. Parashurama muss auf jeden Fall hier rüber. Genau, jetzt steht er richtig. Und jetzt muss der Stoßzahn auf die richtige Seite. Und der Stoßzahn, das ist das Ding hier. Ah, okay. Yeah. I guess ein... Weiß ich schon, was da hin muss. Wo ist denn der Stoßzahn? Das muss doch das hier sein. Entschuldigung, war falsch gesprungen. Das ist aber auch Ganesh. Irgendwie. Strange. Was ist denn hier der Stoßzahn? Ich sehe es gerade nicht genau. Ach, das. Okay. Okay. Ja. I see it now. Und das muss quasi hier in die Mitte. Das heißt, wir müssen es ausbremsen. Jetzt weiß ich nicht, ob das so funktioniert, aber... oder ob wir uns da irgendwas... mit Fehler eingebaut haben. Jetzt müssen wir tatsächlich erstmal so stoppen. Hier. Damit das in der Mitte ist. Weil das ist jetzt richtig. Und jetzt muss nur noch das hier in die Mitte. Wieder zurück. Ja, das sollte funktionieren. Also, ich glaube, ich habe es gelöst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir schieben erstmal den Herrn dahin. Wenn es jetzt richtig ist, dass ich den hier dahin schiebe. Nee, alles gut. Ich habe es schon. Und fertig. I think that's it. You did it. All in a day's work. Yay! Wir sind so klug. K-L-U-K. K-L-U-K. Ich meine K-L-U-G. Tja. Ja gut. Dann schauen wir da nochmal rein. Salar and the Tiger. Ist das ein nächstes Rätsel? Nein, das ist ein Fahrstuhl. Schaut euch das an. Das ist ein Fahrstuhl. Salar und der Tiger. Da stecken wir das jetzt mal rein.
Fingers crossed. Ja. Ups. That's supposed to happen? Ich glaube ja. Just don't get us killed. You're no fun. Ready? Okay, ich bin immer verwundert, von wo sie wissen, in welche Richtung sie das drehen müssen. Wow, was für viele kleine Zahnräder da sind. What the shaver? My thoughts exactly. Okay. Fraser? Ross? Fahrstuhl. Ich glaube, das muss so sein. Oh no, no, it's okay. I think we're gonna be okay. Okay. Where the hell's the tusk? I don't know. None of this makes any sense. Yeah, it does. The Hoysala sent us on a fool's errand. Hä? Wir sind doch noch erst angekommen. Bleib mal locker, ey. I think you're right. Terrific. No, hear me out. Ganesh is the symbol of Halabadu. And Shiva was the symbol of Belor. Which was the old. The old capital. Exactly. What if the king built this spectacular city and it was a wonderful target for the Persians? And the old capital was forgotten. So this whole city was a decoy. What if they let it get plundered to protect Belor? And their treasure. I'm willing to bet the tusk was never here at all. So where's Belor? Oh shit. This is definitely not supposed to happen. Spring der ist gut. Grab the edge, quick! Oh, fuck it! Nein, 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 nein! Okay, wir müssen andersrum. Und wir müssen uns beeilen. Shit. Na, ah nee. Okay, auf die andere Seite. Okay. Oh nein. Ah. Alter! Ja, komm schon! Oh. Können wir bitte raus? Ah. Oh, Jesus. How the hell are we still alive? Oh. Raw talent. And a little bit of luck. Oh, Jesus. Hey. Nice work, partner. Nice work. Put it there. Jesus. What was that? I'm really embarrassed for you right now. Hey. Correct me if I'm wrong, but wasn't there a huge waterfall here? Stimmt. There was. What the hell is that? Aqueducts. Ah, das war diese Schneise. Water's channeling there from the falls. Amazing. Did we do this just now? Well, technically I did. Cocky. Look, sorry if I cut too close to the bone back there. Oh. That's all right. You know, you two would have got on like a house on fire. He was also a really stubborn dickhead. Dickhead. Dickhead? You know, none of this could have possibly gone unnoticed. We should probably get out of here. Good point. Follow me. Yep. Right.
So, the water is being channeled toward the gate, so let's follow the aqueduct. Copy that. I'll take point. So, und das ist das, was wir beim nächsten Mal tun. Da haben wir gerade was ziemlich krass überstanden. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.